Kinderchen da draußen. Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Drogöchen, Popöchen. Meine Güte, werdet ihr verwöhnt diese Woche. Noch eine Folge Drogöchen, Popöchen. Die dritte hintereinander. Es hört wohl erstmal nicht auf. Naja, spätestens dann, das Sein wieder rauskommt. Aber jetzt haben wir mit dem Tiet und dann nehmen wir auch eine Runde Drogöchen, Popöchen auf. Ja, der hat uns offensichtlich sitzen gelassen und kam nachher auf den letzten Drücker. Was er uns da erklären möchte, das möchte ich gerne wissen und ihr sicherlich aus. Auch lasst uns sofort beginnen. Dieser Spacko lässt er uns sitzen. Was sollen wir denken? Ja, extra Event Stories zu Weihnachten. Entdecke drei neue extra Event Stories in den folgenden Spielen: It's Love, Daryl. It is Love, Drogo. Magische Weihnachten, ist das so? Okay, wo kann man die denn? Kann man die jetzt? Es gibt Leute, die, also ehrlich, das ist unglaublich. Hier hat gerade jemand neben mir geparkt. Ja, wie ein Behinderter. Alles klar, lass uns loslegen. So, ja, entschuldige. Siehste, Drogo. Schnell nochmal ein Screenshot ablichten von Ihnen. Ich finde das gerade ziemlich nice. Mal gucken, vielleicht kommt noch was Besseres. Wir wissen es nicht. Lass uns reinhauen. Lautstärke geht in Ordnung? Denke ich mal. Ich bin überrascht. Ich bin auf 180. Ja, kann man jetzt schon mittlerweile sein. Lass es bleiben. Ich gehe nach Hause. Nein, bitte nicht. Ich war verhindert, aber jetzt bin ich ja da. Du schuldest mir nichts. Wenn du nicht mehr kommen wollen hättest, wäre das dein Recht gewesen. Ich wollte nirgendwo anders sein, aber ich wurde aufgehalten. Ja, kannst du jeden erzählen, Drogo. Ich nicke, aber mein Vertrauen ist beschädigt. All das kommt zu meinen negativen Gedanken und Zweifeln von heute. Seine Verspätung hat mich fertig gemacht. Ich kann dieses Fiasko einfach nicht überwinden. Schwamm drüber. Ich finde das schon, ganz im Ernst, Leute, einfach mal, wenn man verabredet ist, man weiß, dass man verabredet ist. Es kann ja mal was dazwischen kommen, aber es kommt denn einfach nichts dazwischen. Wisst ihr, wie ich meine? Ich bin Typ, der ist permanent pünktlich. Ich bin immer pünktlich. Überpünktlich fast, ne? Und ich habe für Verspätungen tatsächlich kein Verständnis. Ich bin absolut dagegen. Deswegen, ich kann dieses Fiasko einfach nicht überwinden. Viele Leute draußen würden mich steinigen. Ihr habt gehofft, wir kriegen heute das erste Mal hin. Aber nein, mit so einem Arschloch, der zu spät kommen kann, der kann, weiß ich nicht. Vielleicht ist er ja beim Sex gut, wenn er zu spät kommt. Ne, aber nicht hier. So. Der Beginn des Abends war eine Katastrophe. Ich hatte mir wirklich vorgestellt, dass alles anders läuft. Vielleicht wäre das keine gute Idee. Ich hätte es nicht erzwingen sollen. Ich verbiete dir, das zu sagen. Auf diese Weise kann er meine Aufmerksamkeit wieder für sich gewinnen. Ah ja. Er ist mir plötzlich so nah, dass ich kaum atmen kann. Er streichelt meine Wangen mit einer überwältigenden Zärtlichkeit. Meine Schultern lockern sich. Ich lasse allen Druck der letzten Stunden ab und lege meine Stirn auf seinen Oberkörper. Warum? Ich muss seine Anwesenheit und sein Geruch in mir aufsaugen. Ich möchte hinschmelzen und nie mehr zweifeln. Warum? Sag mal, Mädel, bist du blöd? Er legt seine Hand an meinen Nacken und massiert meine angespannten Muskeln. Ich wollte schon vor 2 Stunden kommen, aber meine Brüder haben mich die ganze Zeit aufgehalten mit langweiligen Familiendiskussionen. 2 Stunden haben wir auf Drogo gewartet? Ernsthaft, sag mal, sind wir nicht mehr ganz sauber im Kopf oder was? Ich fand nach einer halben Stunde schon gegangen. Nee, er ist ehrlich. Es gibt noch etwas anderes. Was gibt es denn noch anderes? Er ist ehrlich. Ja, ist schön und gut. Ach. Oh. Hey. Glaubst du, dass ich nicht weiß, was in deinem hübschen kleinen Kopf vor sich geht? Ich bin mir nicht sicher, ob ich es gut finde, dass er meine Gedanken so gut lesen kann. Mit meinem Kopf ist alles in Ordnung. Du hast heute also nicht ein einziges Mal gezweifelt. Hast du dir heute aber nicht gedacht, dass ich meine Meinung ändern könnte und du nur ein Zeitvertreib für mich sein konntest? Ja, des Öfteren. Ich bin misstrauisch. Es ist nur, ich verstehe noch nicht, was du von mir willst. Samantha hat recht. Du kannst alle Mädchen haben, die du willst. Und du musst verstehen, dass für mich nur noch dich gibt. Es gibt niemanden sonst. Während er das sagt, umarmt er mich fest. Ich glaube, dass mein Herzschlag kurz aussetzt. Seine Hände gleiten unter mein T-Shirt und finden ihren Weg schnell zu meinen Lenden.
Als seine Haut meine berührt, habe ich Gänsehaut. Es braucht zu wenig, um die Leidenschaft zwischen uns zu wecken. Das ist sowohl wundervoll als auch verrückt. Gewöhn dich dran, Zauberer, du gehörst mir. Ja. Ich will nur das. Mädel. Leute, also ganz im Ernst, ich, seid ihr auch so? Kann ein Typ, der euch verzaubert, den ihr total geil findet, euch trotz all dem enttäuschen, aber der euch gleich sofort wieder umkriegen? Heftiger Shit, also ich bin da ganz anders bei. Mann, liebe Kinderchen, das geht gar nicht. So, wollen wir hoffen, dass wir das Minigame gleich ganz schnell rumkriegen hier. Damit wir direkt weiter loslegen können. Mir gewinne. Ach nein, das ist Samantha. Erst und wieder ist es diese Blonde. Komm, ich will jetzt endlich gewinnen. Wir wollen weiterspielen und nicht immer andauernd nur Samantha haben. Jetzt haben wir gewonnen. Nein. So. Seine leidenschaftliche Art, mich anzusehen, lässt mein Herz wohlig warm werden. Ich hebe meinen Kopf und sehe Drogo an. Ich verstecke meine Gefühle für ihn nicht. Denn dieser Moment ist so wichtig für mich. Naja. Ich nehme die Sache selbst in die Hand. Ja, okay. Nimm die Sache selbst in die Hand. Gehen wir rein? Ich dachte, du würdest nicht danach fragen. Er nimmt mich in seine Arme, trägt mich nach drin. Ich fühle mich leicht wie Feder. Aber mein Herz schlägt schneller. Komm, lass uns doch mal einen Screenshot machen. Ich weiß, manchmal nervt das vielleicht ein bisschen, aber ich brauche das für... Ich brauche dich. Und heute Abend wird mein Abend sein. Hier lässt sich noch lauter. Er trägt mich rein und küsst dabei sanft meine Lippen. Dann schließt er mit einem Fußtritt die Tür hinter uns. Ich ziehe vorsichtig meine Jacke aus und halte mich an seinen Schultern fest, während meine Beine zittern. Drogo hebt den Kopf an und lacht, als er um sich sieht. Gute Idee, die Kerze. Ich lache. Ach, Kinderchen. Meine Güte, gut, ich hätte das Ding platzen lassen tatsächlich, aber unser Sahnetrüffelchen ist da wohl so ein bisschen anderer Meinung. Kinderchen, wie es ausgehen mag, das sehen wir in der nächsten Folge. Ja, vielleicht wird es endlich mal klappen, ne? Gut, und dann werden wir sehen, was dann passiert. Vielleicht hätten wir es auch nie machen sollen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Reinschalten und tschüss.